Als nächste Rednerin möchte ich euch Lisa von den kritischen Medizinerinnen vorstellen. Ja, die kritischen Mediziner beschäftigen sich mit allem, was gesundheitspolitisch so abgeht, wo die Probleme liegen, Ökonomisierung, Gesundheitswesen, Ausstoß von allerlei Schadstoffen, die wir jeden Tag einatmen. Und damit übergebe ich an dich, Lisa. Hallo, liebe Demo! Ja, mein Name ist Lisa, gerade schon gesagt, und ich studiere Humanmedizin hier in einer Stadt, die so nah an der größten CO2-Quelle Europas liegt. Ja. Und im Laufe meines Studiums habe ich so viele Menschen gesehen, die an verschiedenen Erkrankungen leiden. Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und Krankheiten, die die Psyche betreffen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gesundheit ist einfach enorm wichtig. Ja. Und die individuelle Gesundheit ist nicht nur mir wichtig, sondern allen Menschen. Es ist etwas mega Fragiles, etwas Intimes und was uns häufig super abhängig macht von anderen Menschen. Und es ist auch ein total politisches Thema. Und deswegen möchte ich das heute hier thematisieren. Es kam bei mir super schnell die Frage auf, was ich tun kann, um diese Gesundheit der Menschen zu erhalten. Denn aktuell gewinnt oder erwirtschaftet unser Gesundheitssystem Geld nämlich mit Krankheit und nicht mit dem Erhalt der Gesundheit. Es geht nämlich nur darum, Symptome zu behandeln und nicht darum, die Ursachen ich verstehe, kommt hier keiner vorbei. Quasi auch zu behandeln. Wenn die mir nichts sagen, dann bleibe ich hier stehen. Und damit sind wir bei Risikofaktoren, denn viele Risikofaktoren summieren sich im Laufe der Jahre zu einer Krankheit. Und was sind Risikofaktoren? Das sind individuelle Lebensstil-Dinge, Verhalten, genetische Sachen, Ernährung, aber eben auch Umweltfaktoren. Wenn meine Wohnung nämlich an einer vielbefahrenen Straße liegt, wenn mein Haus in der Nähe eines riesigen Tagebaus liegt und ich durch die mangelnde Luftqualität einen Risikofaktor habe für Herz- und Lungenerkrankungen, wenn ich umgesiedelt werde und dadurch hohe psychische Belastungen erfahre, wenn der sinkende Grundwasserspiegel um einen Tagebau den Anbau von Nahrungsmitteln erschwert und Ökosysteme zerstört, wenn steigende Meeresspiegel durch menschengemachten Klimawandel Veränderungen in Lebensräumen machen und Ackerflächen, wenn Temperatur- und Niederschlagveränderungen längst verdrängte geglaubte Infektionskrankheiten hervorrufen und nicht zuletzt, wenn der politische Kampf für eine bessere und gerechtere Welt mit gewaltsamen Repressionen beantwortet wird, dann betrifft das auf ganz viele verschiedene Arten meine Gesundheit. Und ich merke das manchmal nicht sofort, aber über die Jahre wirken all diese Dinge, können zu einer Krankheit führen, die sich auf verschiedenste Arten äußert. Und wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückschauen, dann waren die großen Veränderungen und Sprünge in der Lebenserwartung der Menschen strukturelle Veränderungen. Impfen, Hygienemaßnahmen, Abwasser und somit politische Entscheidungen. Also politische Entscheidungen, die eine Vielzahl von Menschen bessere Lebensbedingungen ermöglichen. Und ich frage mich, was kann ich tun, um individuell gesund zu bleiben, wenn unsere Umwelt mindestens einen genauso großen Einfluss auf unser Leben hat und auf Gesundheit und Krankheit hat? Und ich frage mich weiter, warum wir jahrelang eine Energiequelle subventionieren, die nicht nur enorm viel CO2 produziert, sondern auch total ungesunde Lebensbedingungen schafft. Ja. Allein hier in der Region leben über 46 Millionen Menschen, also fast so viel
von den vier großen Kohlekraftwerken hier in Nordrhein-Westfalen entfernt und sind dadurch mangelhafter Luftqualität ausgesetzt. Also enorm viele Menschen. Und das verursacht nicht nur schlechte Lebensbedingungen, sondern auch total viele Kosten im Gesundheitssystem. 22 Milliarden Euro werden jährlich in der gesamten EU von allen Kohlekraftwerken an Gesundheitskosten verursacht. Und das sind ungefähr genauso viele Kosten, wie wir pro Megawatt Strom am Marktpreis haben. Sprich, die Gesundheitskosten, die verursacht werden, verdoppeln eigentlich den Preis des Kohlestroms nochmal. Und diese Kosten trägt unser Gesundheitssystem und die tragen wir und nicht die Konzerne. Und ich möchte das persönlich nicht weiter akzeptieren. Und ich bin überzeugt, dass wir das alle nicht akzeptieren und legitimieren sollten. Die Kohlekommission hat fast 20 Jahre weitere Braunkohleverstromung in Aussicht gestellt. Und was das global gesehen bedeutet, wissen wir wahrscheinlich alle. Aber das bedeutet auch 20 Jahre schlechte Lebensbedingungen für Menschen hier in der Region. Und das können wir nicht weiter hinnehmen. Liebe Menschen, lasst uns ein so gut zugängliches Medium wie Gesundheit als Mittel nutzen, um auf die Folgen des Klimawandels vor Ort hier in der Region aufmerksam zu machen. Und lasst uns auch eine Bewegung für Gesundheitsgerechtigkeit sein. Ja, eine Bewegung für Gesundheitsgerechtigkeit, die strukturelle Diskriminierung und Zugangsbeschränkungen im und durch das Gesundheitssystem sowie krankmachende gesellschaftliche Bedingungen überwinden will. Denn nur ein gesundes Klima kann ein Klima der Gerechtigkeit sein. Ja. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.